Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Sims 4, zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Ich surfe hier gerade irgendwie im Internet rum, das habe ich dir doch gar nicht befohlen, Alter. Freelance, mit Kunden chatten, habe ich gerade einen Job. Ich habe schon mit den Kunden gechattet. Ja, ich muss jetzt Symbole erstellen. Auf meinem wunderbaren Grafiktablet. Was ist denn das? Ein großes, realistisches Gemälde. Ja, das mache ich mal hier so. Bäume des Friedens. Zack. Kann man da irgendwas mitmachen? Kann ich das irgendwie versenden? Kann ich da irgendwas an meinem Briefkasten machen? Rechnungsinfo anzeigen? Habe ich eine Rechnung? Ah! Cool, dass sie das jetzt mal so gemacht haben. Dann verkaufe ich einfach mal mein Bild für 190, ja. Auch wenn ich es mir hätte aufhängen können. Denn Leute, ich habe was ganz Besonderes gesehen. Es sind neue Leute zu uns gezogen hier in diesem Haus. Und ich wollte denen einfach mal Hallo sagen. Denn die Armen haben ja nicht gerade ein sehr schönes Haus mit sehr vielen Fenstern. Und deswegen würde ich sagen, besuchen wir die doch einfach mal. Komm, Raxo. Hör auf, Kunst zu durchsuchen. Drücke G und das geht dann in diesem Baumodus ein- und auszublenden. Ja, das interessiert mich nicht. Hallo. Na, du bist gerade glücklich, ne? Willst du die neuen Leute kennenlernen? Die will ich auch gern kennenlernen. Hier wohnt niemand. Habe ich das falsche Haus erwischt? Wohnen die etwa hier? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Ich weiß nur, dass neue Leute hinzugezogen sind. Vielleicht war es ja hier. Residenz besuchen. Das ist das richtige Haus und da sind auch schon ein paar Mitbewohner, Leute. Hallo, Aslak Pidizel. Und wer ist das hier denn? Manuel L. Jackson, Alter. Hier, Leute. Ich bin euer neuer Nachbar. Freut mich, dass ihr da seid. Geht ihr einfach weg? Ich will mich bei dir auch freundlich vorstellen. Das sei nicht so unhöflich, Raxo. Adunda, Walakoi. Ja, redet noch mal kurz, aber ich möchte gerne hier rein. Also, bitte. Ich möchte gerne euer Haus sehen. Kommt doch auch mit, Manuel L. Jackson. Oh, sie haben sogar eine Mitbewohnerin. Guten Tag. Hallo. Alter, seid ihr beiden zusammen? Kommt mir zumindest so vor. Aha. Hallo, mein Name ist Raxo. Ich muss noch aufs Klo, dann muss ich nicht. Oh, ihr tut mir so leid, ihr habt kein sehr schönes Haus und nur ein Bett. Wechselt ihr euch ab? Hoffentlich nicht. Nein, keinen schmutzigen Witz erstellen. Erzählen. Ich möchte gerne eine brillante Erfindung enthüllen. Gott, ich kann nicht reden. Leute, ich würde gerne mit euch allen reden. Guck mal, das habe ich erfunden. Oh, das findest du toll, ne? Wollen wir mal ein bisschen reden, über unsere Träume reden? Amateurunterhalterin bei Rampenlicht. Alter. Ja, da habe ich auch so meine Kontakte. Also ich kann dich ja ein bisschen befördern lassen, wenn du willst. Leute, das war kein Flirt. Sie ist ja offensichtlich mit Palette zusammen. Verrückten Plan vorschlagen. Ja. Mann, Leute, ich habe schon voll viel Geld. Oh Mann, sie ist unglücklich. Neue Erfindung beschreiben. Komm, ich würde gerne mit dir eine Beziehung einschlagen. Oh, sie hat einen normalen Toast. Und Eier gemacht, aber sie hat sie einfach liegen gelassen. Oh Mann, ich würde ja hier sehr gerne deine Telefonnummer haben. Oh, ich habe die Telefonnummer. Cool, Leute. Dann können wir mit den drei ein bisschen chatten. Den nicht, den mag ich nicht. Ich mag Kekse. Ich gehe doch mal weg, Leute, ne? Ich gehe doch mal wieder nach Hause. Was sein muss, muss sein. Zurück nach Hause. Oh, ich kann sie einladen. Oh, nein. Nein, 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 doch. Alter, sie ist sogar mitgekommen. Nice. Hi. Neue Erfindung beschreiben. Oh, sie ist okay. Geht's wieder besser. Oh, sie steckt aber gerade ein bisschen im Gehsteig.
kennenlernen. Jetzt schon. Kommt, ihr beiden werdet doch beste Freunde. Und vielleicht sogar noch was anderes. Das ist ein angenehmes Gespräch. Das Gespräch läuft gut. Versuche mit diesem Sim eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Alter, das versuche ich. Sie ist Musikliebhaberin. Oh, das bin ich auch. Insgeheim. Über Lieblingskünstler reden. Alter, von Ideen erzählen. Ich komme mir nämlich auch sehr kreativ rüber. Oh, ich habe die Charisma-Fähigkeit erworben. Jetzt schon. Und sie ist glücklich. Ich will auch glücklich sein. Brillante Erfindung enthüllen. Nein, rede weiter mit ihr. Was ist dein Problem, Raxo? Alter, du hast echt viele gute Erfindungen. Oh, jetzt bist du auch glücklich. Tag verschönert. Oh, ihr umarmt euch. Seid ihr gute Freunde jetzt? Ich nehme mal hier die ganzen grünen Sachen, weil die extra Freundschaftsboni geben. Tag verschönern. So. Nehme ich aber mal die ganzen grünen Sachen hier. Ja. Upsi. Bitten sich dem Haushalt anzuschließen. Lol. Noch nicht. Mehr Auswahl. Wo sind die grünen Sachen? Alter, Leute. Wir sind fast schon sehr gute Freunde. Bitten sich Haushalt anzuschließen. Ich kann das einfach schon machen, Leute. Bewunderung ausdrücken. Wie heißt du eigentlich überhaupt? Amanda Schmelander. Ach, Amanda, du bist toll. Kann ich, fragen, ob sie ein Single ist? Bist du mit Paluten zusammen? Wenn ja, dann geh weg, okay? Ja? Bist du zusammen? Ja, ja. Oh, Amanda ist Single. Alter, Leute. Klopft sie jetzt an? Sie geht einfach rein. Sie nimmt sich einfach ein Buch. Ja, ja. So, dann flirten hier wir mal. Komm, Raxo, flirte mit ihr. Okay, sie hat sich ein Buch genommen und hat es jetzt einfach wieder zurückgelegt. Okay. KI, IQ, 9000. Kaluba. Oh, Alter. Sie geht drauf ein. Ein Kuss hauchen. Flirten. Bitte. Ich verstehe kein Wort. Aber ich weiß, wie sich echte Liebe anfühlt. Okay, nein, weiß ich eigentlich nicht. Ich bin so alleine. Gnadenlos kitzeln? Lieber nicht. Was ist denn das mit Amanda plaudern? Ach so. Das klang gerade wie Smashing It Harder. Oh Gott, nein. Kompliment über Aussehen machen. Ich glaube nicht, dass Flirts so funktionieren, aber ich weiß es nicht. Ein zweideutiges Gespräch. Anmachen. Nein. Süße Nichtigkeiten flüstern. Oh Gott, Leute. Wieso ist dieses Spiel ab 6? Es ist doch brutal. Brutal ist es nicht. Alter. Jux, ja, das sehe ich genauso. Ich massiere sie. Ja, ich massiere dich. Starrt euch nicht so an. Sinnlicher Austausch. Mann, wir kennen uns erst seit heute. Lol, was war das denn? Ersten Kuss erleben? Sie geht einfach an meinen PC. Oh, wie geil. Oh, Leute. Das wird so toll. Alter. Leute. Es hat funktioniert. Und lacht nicht so peinlich berührt. Händchen halten. Ihr gehört zusammen, ihr beiden. Knuddeln. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ja, das dürfte sie bereits wissen. Erotische Austausch. Oh Gott. Jetzt bin ich kokett. Nice. Nein. Nein. Dafür ist es zu früh. Rose anbieten. Alter. Ich biete dir eine Rose an. Hey, wo gehst du hin? Bist du müde? Baby, mach. Oh Gott.
Gott, Hilfe, wir sind ja nicht mal zusammen. Bitten, Freundin zu sein. Bitte. Amanda. Du bist doch so hier hingezogen. Und ich hab dich gar nicht aus der Bibliothek runtergeladen. Ja! Sind wir jetzt zusammen? Ja! Kann sie jetzt einziehen? Heiratsantrag machen? Oh Gott. Bitten sich dem Haushalt anzuschließen. Bitte. Zieh zu uns, obwohl wir uns erst seit heute kennen. Wir gehören zusammen. Ja, sie reagiert positiv. Ja! Oh, wieso bin ich jetzt im Aufnahmefenster? Ja, na, was zur Hölle? Oh lol, das ist gerade irgendwie richtig komisch. So, Amanda, du kommst hier hin. Die beiden anderen Jungs, die müssen leider da bleiben. Überweisungsbetrag. So, ich nehme jetzt einfach mal so, ja. Ich nehme jetzt einfach das gesamte Geld weg. Oh Leute, wir haben die einfach komplett abgezogen. Jonas. Jonas, Alter. Richtige Opfer. Ist das deren Haus? Ja, das ist deren Haus. Voll, die haben vor allem einen schicken Schornstein. Eigentlich voll die schöne Veranda. Aber mein Haus ist schöner. Mein Haus ist besser, Leute. So, was tun wir denn jetzt, Leute? Ewige Liebe erklären. Danach müssen wir aber erstmal schlafen. Und nein, Leute, nein, ich weiß, was ihr denkt. Aber nein! Okay, so habe ich das eigentlich nicht gemeint. So, dann schlaft einfach mal. Und da ist sie. Die wunderbare Amanda. Und wir haben jetzt mehr Geld, Leute. Und jetzt pennen beide. Jetzt leben sie zusammen, Leute. Was glaubt ihr, wer als erster aufwacht? Ich glaube Amanda. Ja, ich hab's gewusst. Dann geh erstmal aufs Klo. Danach machst du den Grillkäse. Weil das das Einzige ist, was ihr esst. Und jetzt gehe ich in den Baumodus. Denn, Leute, die Gute ist Musikerin. Und dementsprechend brauchen wir auch ein Instrument bei uns. Zunächst mal auch eine Staffelei. Möchte ich auch hier haben. Denn das ist das, was wir brauchen. Ich male hier mit der Inspiration der Natur. Sieht doch schick aus, Leute. Eine Rakete, einfach eine freaking Rakete. Steampunk-Flugobjekt. Raketenschiff Apollo. Retro-Raketenschiff. Ich kaufe mir jetzt einfach nochmal so eine Kamera, denn ich glaube, damit kann man Bilder machen, die man dann malt. Das fände ich nice. So, jetzt müssen wir uns noch entscheiden, was für ein Instrument geben wir der Guten denn. Nimmt die einen Flügel? Fände ich persönlich cool. Flügel ist schon ein ordentliches Ding. Wenn man das spielen kann, ist schon nice. Sie kann ja alles lernen. Wir nehmen jetzt aber mal einen Flügel und den stellen wir jetzt mal. Stellen wir aber mal hier hin. Wieso sind die Pfeile denn da? Wir machen es einfach mal so. Gott, es ist schwierig, das Ding aufzustellen, Leute. Ich kann auch die Staffel leider hinpacken. So. Staffelei. Wieso kann ich dich nicht dahin packen? Ach, Menno. Dann ist sie halt hier. So, zack. Und den Flügel hauen wir dann locker flockig mal hier hin. Perfekt. Jetzt haben wir zwar nur noch 1000 und ich wollte ja eigentlich noch einen weiteren Schreibtisch machen. Aber egal, Leute. Dafür müssen wir jetzt einfach nur ein paar Bilder malen. So, was würde denn für ein Schreibtisch zu ihr passen von der Farbe her? Sie hat ja irgendwie so ein bisschen was Dunkleres getragen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal einfach so ein rotes, würde ich sagen. Oh ja, direkt nebeneinander, denn das ist ja toll. Und was würde denn dazu für einen Stuhl passen? Orange? Okay, es wäre zu viel Orange auf einem Haufen. Blau, Grün, warum nicht?
Fehlt jetzt nur noch ein Computer, aber den können wir uns nicht leisten. Ups, dann ab, raus aus dem Baumodus und weiter geht's. Ja, geh aufs Klo, schnell. Mach schnell, bevor du mir noch in die Wohnung pinkelst. Das war's dann auch gleich schon mit der Folge, Leute. Ja, mach den wunderbaren Grillkäse. Gleich werde ich auch aufstehen. Wann musst du zur Arbeit? 2 Stunden. Ja, dann solltest du gleich mal direkt üben. Denn sonst in circa 1 Stunde. Oh Gott, sie muss um 9 Uhr bei der Arbeit sein. Schnell, üb. Übe. Okay, sie hat es nur zu 25% geschafft, aber egal. Und ich bin jetzt auch wach. Hey. Dann geh aufs Klo. Mach dir nochmal einen Grillkäse. Ich bin ja selbstständig hier. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat die Toilette gerade gebrannt? Oh nein, die müsste ich dann gleich nochmal reparieren oder verbessern. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe noch nie richtig verbessert. Ah ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Gott, Hilfe.